einen wunderschönen, liebes YouTube. Wie ihr seht, seht ihr nichts oder doch etwas, nämlich Transformers, War for Cybertron, beziehungsweise Krieg um Cybertron. Wir starten heute, beziehungsweise jetzt sofort noch, Kapitel 5, der letzte Wächter, damit den Abschluss aber auch der Decepticon-Kampagne. Was wird mir anderes zu sagen, als euch viel Spaß zu wünschen. Und haut rein, bis gleich. Gut, wie gesagt, der letzte Wächter, Finale der Decepticon-Kampagne. Danach würde ich dann mit den Autobots durchstarten. Das wäre dann aber allerdings erst der nächste Stream. Der letzte Wächter. Omega Supreme lässt sich nicht so einfach ausschalten. Er allein steht Megatrons endgültigen Sieg im Weg. Die Zeit ist gekommen, um die wahre Macht der Decepticons zu zeigen. Für den Ruhm. Für Megatron. Okay. Und dann spielt man natürlich standesgemäß als Megatron. Omega Supreme ist verwundbar. Megatron und seine Decepticons müssen mit aller Macht angreifen, um den Wächter von Iacon zu überwältigen und ihn zu zwingen, das Tor zum Kern von Cybertron zu öffnen. Hat er das überstanden? Solange genug übrig ist, um das Omega-Tor zu öffnen, ist mir das egal. Megatron? Ich glaube, das ist nicht das Problem. Energiezellen leer. Initiiere Energiegewinnungs-Subroutine. Die Sensoren zeigen, dass diese Batterien die Quelle von Omega Supremes Regenerierung sind. Oh, sie war doch, guck. Decepticon-Eindringlinge. Waffen scharf. Ich dachte, wir hätten den Kern erledigt. Gefahr. Meidet Omega Supremes Traktorstrahl. In Deckung geht, bevor er voll aufgeladen ist. Unsere Waffen richten nichts bei ihm aus. Die Scans zeigen, dass Omega Supremes Verteidigungsbarriere nicht bis zu seinem Geschützen reicht. Ich empfehle, diese sofort anzurücken. Warnung. Verwundbarkeit in bestimmten Subsystemen. Eine Batterie voller Energon ist eben aus dem Boden aufgetaucht. Ist das normal? Omega Supreme scheint die Batterien zu nutzen, um seine Geschütze zu reparieren. Decepticons, wir müssen schnell sein. Setzt dunkles Energon an der Kernbatterie ein. Was können? Entdeckt. Systemkorruption. Aktion. Gegenvirus auslösen. Seht, das dunkle Energon setzt ihm zu. Endlich ist der große Omega Supreme verwundbar. Decepticons, Angriff! Panzerung geschwächt. Systeme rekalibrieren. Situation suboptimal. Da ist noch eine Batterie. Worauf wartest du? Setze das dunkle Energon bei ihr ein. Haben die überhaupt noch irgendwas an Munition? Entdeckt. Systemkorruption. Aktion. Gegenvirus auslösen. Das ist es! Das dunkle Energon zerstört seine Panzerung! Jetzt! Solange das dunkle Energon Omega Supreme Systeme beeinträchtigt, Feuer! Da wollte der Sau nicht erfassen. Schaden kritisch. Iacon gefährdet. Schlacht nicht beendet. Oh, auch schon gemerkt. Wir müssen ihn aufhalten. Entdeckt Systemkorruption. Aktion gegen Virus auslösen. Omega Supreme ist jetzt verwundbar. Auf ihn! Na, stirb doch endlich! Nee, will er nicht. Systeme versagen. Niederlage inakzeptabel. Befehle Iacon schützen. Erfolg unverzichtbar. Ja. Nimm einen Schluck davon. Jo, down ist er. Ich, Megatron, habe Omega Supreme besiegt. Gepriesen sei Megatron. Das will ich aber schwer hoffen. Beschädigt. Energielevel 49%. Reparatur initiiert. Echt jetzt? Was machen wir jetzt? Megatron, seid gewarnt. Omegas interner Schild liegt frei, aber er funktioniert noch. Auf diese Raketen aufpassen! Da ist ein Schutz aus Panzerplatten, der seine Brust schützt. Wie sollen wir diese Panzerung denn durchdringen? Hör auf zu winseln und schieß schon, Breakdown! Sofortiges Ergeben erforderlich. Zugang zu Kern unmöglich. Er entzieht Cybertrons Kernenergie. Was für eine erstaunliche Kraft! Die will ich für mich haben! Ich dachte, ihr habt gesagt, seine Energie sei verbraucht! Und jetzt sogar noch mehr als zu Beginn! Das macht keinen Unterschied! Nicht einmal Omega Supreme kann mich jetzt noch aufhalten! Muss nachladen! Meine Güte, ist der hartnäckig. Gut, dass hier überall mal zwischendurch ein bisschen Health ist. Ui, haben wir es geschafft? Verwendet dunkles Energon, um ihn zu verderben. Ich weiß, was zu tun ist, Soundwave. Sei still oder stell dich meinem Zorn. Wow. Systeme, Ausfall, Korruption, absolut. Ja. Ja. Die mächtigste Waffe der Autobots und der Schlüssel zum Kern von Cybertron sind mein. Das Universum soll vor meinem Namen erzittern. Hm. Omega Supreme ist geschlagen und dem Einfluss des dunklen Energon erlegen. Triumphierend zwingt Megatron den Wächter dazu, das Omega-Tor zu öffnen und die Decepticons zum Kern von Cybertron zu führen. Endlich! Cybertrons Kern ist mein! Sind die Verderber platziert? Ja, Lord Megatron! Fangen wir an! Ein ruhmreiches Zeitalter liegt vor uns, meine Brüder. Das dunkle Energon breitet sich im Kern aus und Cybertron gehört mir! Hm. Ein Maschinenplanet, wie nett. Ja, Slipstream, okay. Gut, YouTube, kurze Folge, noch nicht mal eine Viertelstunde. Das ist krass. Das war das Ende der Decepticon-Kampagne von Transformers, War for Cybertron. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch einen schönen Resttag zu wünschen. Genießt, wenn ihr es habt, noch das schöne Sommerwetter. Bei mir ist es langsam zu Ende. Und hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen hoch da. Wollt ihr mehr von mir sehen? Abonniert einfach meinen Kanal. Steht unten irgendwo so ein roter Knopf, ne? Kennt ihr ja das Spielchen. Und wenn ihr mich live sehen wollt, folgt mir einfach auf Twitch, twitch.tv/derhyphon. Infos gibt es von mir auch über Twitter, twitter.com/hyphon und Facebook, auf facebook.com/hyphon. Würde mich freuen. Und einen schönen noch. Bye bye.